Ist eine Frau hässlich, kommt das einer Todsünde gleich. Ist man schön, dreht man sich nach dir um, weil du so schön bist. Ist man hässlich, dreht man sich nach dir um, weil du so hässlich bist. Guten Tag, Violett. Guten Tag, Madame. Sie haben ein gutes Buch geschrieben. Kühn und kraftvoll. Darauf kommt es an. Sie sollten einfach erzählen. Alles. Schwarzhandel, Liebesgeschichten, die Abtreibung. Sie würden den Frauen einen Dienst damit erweisen. Simone de Beauvoir, ich begrüße Sie. Die französische Gesellschaft scheint an der Schwelle zu tiefgreifenden Umwälzungen zu stehen, die die Beziehungen der Frauen zur Schriftstellerei verändern werden. Violette Leduc, ich habe von ihr erzählt. Jean Genet. Sie sind der Größte von allen. Ohne Zweifel. Wissen Sie, warum mein Buch nicht in der weißen Reihe erschienen ist? Das sieht ja trostlos aus. Sagen Sie es nur, sagen Sie es. Anscheinend gibt es hier nur Julien Grine. Jetzt machen Sie nicht so ein Gesicht. Ich verreise nur. Ich bin noch nicht tot. Und wann sind Sie wieder zurück? Die Verhungernde ist das Stärkste, was Sie bisher geschrieben haben. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, derart angebetet zu werden. Bin ich Ihnen zu hässlich, dass Sie mich nicht lieben? Ich will, dass Sie aus meinem Leben verschwinden. Aber Sie haben mir diesen Platz in Ihrem Leben gegeben. Ihr Geschrei, Ihre Tränen bringen nichts. Ihr Schreiben schon. On me reproche aussi. Sie sprechen über die Sexualität der Frau wie keine Frau jemals zuvor. Voller Poesie, Wahrheit und glauben Sie mir. Eines Tages wird man Ihnen das danken. Mein Fall ist kein Einzelfall. Ich habe Angst vor dem Tod und ich leide daran, auf der Welt zu sein. Ich werde gehen, wie ich gekommen bin. Unverändert. Beladen mit meinen Fehlern, die mich gequält haben. Si je manquais d'amour, si je manquais d'amour.